befinden wir uns bereits mitten in der kontrollierten Enthüllung. Das Buch von Lou Elizondo ist vor etwas über 2 Wochen erschienen und hat bereits einiges an Staub aufgewirbelt. Und im kommenden Herbst stehen uns noch einige Dinge bevor, die man in den Bereich der Enthüllung einordnen kann. Neue Dokumentationen, weitere Bücher, Anhörungen. Ist das alles Teil eines Plans? Sind wir mitten in einer kontrollierten und eben nicht einer katastrophalen Enthüllung? Gut, also legen wir los und wenden wir uns den Fragen der Reihe nach zu, eine nach der anderen. Beginnen wir vielleicht mal mit dem Begriff oder den Begriffen. Wir sprechen von kontrollierter Enthüllung oder Controlled Disclosure. Das ist ein Begriff, den gibt es noch gar nicht so lange im Diskurs rund um UFOs und UAPs. Der wurde eigentlich so richtig eingebracht in das Thema und in das Gespräch drumherum im November vom vorigen Jahr, also im November 2023, bei der Gründungskonferenz von der Sol Foundation. Und zwar durch den Oberst Karl Nell. Eine wichtige Person, die zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal so richtig an die Öffentlichkeit getreten ist. Vorher kannte man ihn nur als Namen in einem Artikel, in dem ersten Artikel, der über David Grush und sein Auftritt als Whistleblower vorgekommen ist. Damals hat er ihn bestätigt. Ich werde in diesem Video immer wieder mal Kleinigkeiten erklären oder Rückgriffe auf Sachen machen, die ich in früheren Videos, insbesondere in den News-Videos, die hier wöchentlich erscheinen, aber auch in anderen, schon erwähnt habe, weil es wahrscheinlich ist, dass nicht jeder alles und alle Begriffe und alle Personen schon kennt. Aber im Großen und Ganzen werde ich das kurz halten und mich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, die eben jetzt aktuell zu besprechen sind. Wie auch immer, bei dieser Sol Foundation Gründung sprachen sehr viele bedeutende Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen, auch Ökonomen, Politiker, Militärs. Und das Wesentliche an der Konferenz war, dass sie alle nicht in Frage gestellt haben, dass es das Phänomen gibt, dass es UFOs gibt, UAPs und außerirdische Besucher oder auch nicht außerirdisch, sondern innerirdisch, woher auch immer. Jedenfalls nichtmenschliche Intelligenzen. Das war das Besondere bei dieser Konferenz und auch das Besondere an der Sol Foundation überhaupt. Sie stellt sich, wie im Gegensatz zu anderen wissenschaftlichen Vereinigungen, nicht die Frage, gibt es das Phänomen und wie können wir es beweisen, sondern sie stellen sich die Frage, okay, das Phänomen ist da, die Besucher sind da, das ist alles real, was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit der Bevölkerung? Informieren wir sie? Was passiert ökonomisch, politisch, religiös? Und in diesem Zusammenhang hat eben Karl Nell diesen Vortrag gehalten, in dem er einerseits das Schumer-Gesetz, zu dem komme ich gleich, näher vorgestellt hat und andererseits eben eine Folie präsentiert hat, auf der ein 7-Jahres-Plan zur kontrollierten Enthüllung zu sehen war. Die Folie ist recht früh geleakt worden. Mittlerweile kann man sie auch sehen, wenn man sich den Vortrag anschaut, der ja inzwischen hochgeladen wurde. Es war nicht ganz klar, wie der Zeitraum ist. Also beginnt der 23, 24, wie sind diese 7 Jahre komplett konkret einzuschätzen. Aber es waren die Schritte dargestellt, in der halt Gesetze entwickelt werden, Gesetze beschlossen werden, die Öffentlichkeit informiert werden und so weiter und so weiter. Und das war die von ihm sogenannte kontrollierte Enthüllung oder der Plan einer kontrollierten Enthüllung. Demgegenüber steht die sogenannte katastrophale Enthüllung, also eine plötzliche Enthüllung ohne Vorbereitung, in der die Existenz von anderen Lebewesen bekannt gegeben wird und ja, vielleicht Aufstände auslöst, Börsenkrachs oder was auch immer. Und diese beiden Sachen waren so als Gegensatzpaare geplant oder dargestellt.
wenn jetzt zum Beispiel das Gesetz von Schumann nicht durchgeht, könnte es zu einer katastrophalen Enthüllung kommen. Und ja, das wäre nicht wünschenswert. Nun, das Gesetz ist nicht durchgegangen. Für die, die es nicht genau wissen, im Jahr 2023 im Sommer gab es im Senat in den USA ein 64-seitiges Gesetz, das alles hineingeschrieben hat, was man bisher nur in UFO-Kreisen gehört hat. Also es gibt unbekannte Flugobjekte, es gibt biologische Überreste von wem auch immer, es gibt Forschungen daran, es gibt Back-Engineering, es gibt Geheimdokumente und es gibt Videos und dieses Gesetz wollte das alles freigeben lassen durch ein Panel aus mehreren wichtigen Personen, langsam, aber auch Sachen, die über 25 Jahre alt sind, sollten sofort veröffentlicht werden. Ein toller Gesetzesentwurf und auf den hat sich Nell auch verlassen in seinem Vortrag und dann im Dezember kam der nicht zustande. Und bei der Konferenz haben die Leute noch gesagt, na gut, wenn er nicht zustande kommt, wir haben auch einen Plan B, einen Plan C, einen Plan D. Und manche haben halt gemeint, es könnte zu einer katastrophalen Enthüllung kommen. Dazu kam es nicht. Woher wir das wissen, dass wir nicht jetzt in einer Zeit der katastrophalen Enthüllung sind, sonst wären das riesige Schlagzeilen überall. Sonst würde jeder Bescheid wissen. Weil die katastrophale Enthüllung könnte auf verschiedene Arten passieren und jede davon würden wir merken. Also eine wäre zum Beispiel, dass die Leute, die mehr wissen und vielleicht auch noch mehr im Safe oder irgendwo auf einer Festplatte haben, sei es Jeremy Corbell oder andere UFO-Forscher oder Carl Nell selbst oder Grush, dass die plötzlich Dinge veröffentlichen, obwohl sie das nicht dürfen, aber nach dem Motto, uns reicht's jetzt, die Geheimniskrämerei hat zu lange gedauert, jetzt raus damit. Das ist nicht passiert, sonst wüssten wir es. Eine andere Form der katastrophalen Enthüllung, die befürchtet wurde, war natürlich die, dass vielleicht Gegner der USA den Schritt machen, also China beispielsweise oder Russland, und sagen, ja, wir forschen schon lange daran, ja, es gibt Außerirdische, wir sagen euch das jetzt und die USA hat die ganze Zeit gelogen. Also das ist etwas zum Beispiel, das dann die USA bloßstellen würde und das wäre zumindest für die USA katastrophal, vielleicht dann auch für die Weltwirtschaft und so weiter, aber das ist eine der Sachen, die eben Grush und andere verhindern wollen. Und die dritte Möglichkeit der katastrophalen Enthüllung wäre durch unsere Freunde von außerhalb. Also wenn die plötzlich massenweise erscheinen, eindeutig sichtbar, tausende Leute auf dem Hauptplatz einer großen Stadt machen Aufnahmen oder sie landen und steigen aus, gehen zu einem Fernsehsender, in eine Talkshow, was auch immer. Das wäre auch eine Möglichkeit der katastrophalen Enthüllung. Dann wären sie plötzlich da und wir müssten uns damit auseinandersetzen. Wir sind also nicht in einer Phase der katastrophalen Enthüllung. Das hätten wir schon mitbekommen. Die Frage ist aber, sind wir jetzt in einer Phase der nicht katastrophalen, also der kontrollierten Enthüllung? Und die Frage ist nicht so ganz leicht zu beantworten. Vor allem kommt es darauf an, wen man fragt. Grundsätzlich gibt es mehrere Gruppen mit mehreren Einschätzungen dazu. Zwei große pessimistische Gruppen und eine optimistische Gruppe. Da gibt es auch eine Abspaltung, aber das erkläre ich gleich. Im Großen und Ganzen hängt es davon ab, wie lange man sich mit dem Thema schon beschäftigt. Die einen Pessimisten sind die, die schon seit Jahren, seit Jahrzehnten an dem Thema dran sind und schon viele Dinge erlebt haben, wo sie gedacht haben, aber jetzt haben wir den Beweis, jetzt haben wir die Enthüllung, jetzt haben wir endlich das Zugeständnis. Etwa, wenn Präsidenten sich zu dem Thema geäußert haben oder wenn frühere Whistleblower herausgetreten sind in die Öffentlichkeit. Zum Beispiel am Sterbebett-Videos kamen in den 90er Jahren einige auf. Oder das Projekt von Greer oder geleakte Dokumente oder was auch immer. Und das waren immer Momente, wo die Leute gesagt haben, aber jetzt,
jetzt, aber jetzt wirklich. Ja? Oder auch wie Elizondo rausgekommen ist und die Navy-Videos und dann Arrow gegründet wurde. Das waren immer Momente, wo man gesagt hat, aber jetzt. Und es ist trotzdem noch nicht an der Öffentlichkeit groß angekommen, in der Öffentlichkeit groß angekommen. Und daher sind das Leute, die sagen, okay, das wird nie was. Oder die sehr unzufrieden sind und der Meinung sind, wir sind überhaupt nicht in meinem Prozess der Enthüllung. Das wird noch ewig dauern, wenn überhaupt es jemals enthüllt wird, weil ich bin schon so oft enttäuscht worden. Die andere Gruppe der Pessimisten sind die, die relativ kurz dabei sind, also so ein, zwei Jahre. Die sind nämlich in einer Phase eingestiegen, wo bereits sehr viel da war, wo bereits Navy-Videos zu sehen waren und immer wieder mal was Neues rauskam und das Pentagon zugegeben hat, es gibt Dinge, die wir nicht erklären können. Und dann eben Grush ausgesagt hat. Die sind jetzt seit einem Jahr dabei und dachten, wow, UFOs sind real. Alle müssen das wissen, alle müssen das glauben. Und das, so war es nicht. Die Themen waren groß da, sind aber wieder verschwunden oder wurden teilweise gar nicht so groß wahrgenommen. Und da gibt es einige Neuenttäuschte. Das sind auch Leute, die seit einem Jahr vielleicht einen Videokanal haben oder Podcast oder so. Die sind mittlerweile sehr frustriert, weil sie gedacht haben, das muss doch jetzt in dem Thema, in dem Tempo weitergehen. Also Grush und das Schumer-Gesetz und so weiter und so weiter. So ist es aber nicht. Und die haben auch den Glauben verloren. Für die kann es nicht schnell genug gehen. Das sind viele Leute auf Twitter vor allem auch, Twitter-X. Und bei den Optimisten sieht die Sache so aus. Es gibt ein paar, ein kleinerer Teil Optimisten, das sind die ganz, ganz neue Einsteiger, die jetzt seit ein paar Wochen oder ein paar Monaten dabei sind, zum ersten Mal davon gehört haben. Und eben für sie ist Elizondo, das Buch und so weiter und jeder Podcast, den sie hören, eine Offenbarung. Und sie sind überzeugt davon, wow, wir leben in einer Zeit der Enthüllung. Wenn sich jetzt in der nächsten Zeit nicht allzu viel tut, werden die dann wahrscheinlich auch in dieses Lager der neuen Pessimisten überwechseln. Und dann gibt es aber Leute, die sind optimistischer. Und das sind auch Leute, die schon lange dabei sind. Aber die der Meinung sind, es wird nie sofort etwas passieren oder es wird dauern, bis sofort etwas passiert. Aber es passiert dauernd etwas. Und wenn man aus der Perspektive von vor 2017 sich diesem Thema widmet, dann passiert ja auch in Wirklichkeit dauernd etwas. Erst kam der New York Times Artikel, dann kamen die ersten Anhörungen im amerikanischen Parlament, die ersten Gesetze, David Grush, der Gesetzesentwurf von Schumer und so weiter und so weiter. Also, und noch einige andere Dinge, Soul Foundation Gründung und noch ein paar Interviews von Prominenten und so. Eigentlich tut sich ständig was. Und auch in diesem Jahr, wo wir ein bisschen Rückschritte hatten, wie die Veröffentlichung des Arrow-Reports, wobei man darüber diskutieren kann, ob das ein Rückschritt war, weil das hat auch vielen Leuten die Augen geöffnet, mit welches falsche Spiel da betrieben wird, teilweise von der Seite des Pentagons. Also, man kann durchaus sagen, es tut sich seit ein, zwei Jahren ständig was und eigentlich seit 7 Jahren auch. Und solche Sachen wie Arrow oder andere Dinge, wie eben verhinderte Gesetze und so weiter, die kann man auch als temporäre Rückschritte sehen. Ich habe einmal das Beispiel gebracht eines Zahnrads. Also es gibt die Zähne hoch und dann die Lücken dazwischen tief, hoch, tief, hoch, tief. Aber es bewegt sich voran. Ja? Die Zahnradbahn bewegt sich Hochzahn, Tiefzahn, Hochzahn, bis sie an der Bergstation ankommt. Oder manche Leute sagen, wir drehen uns im Kreis. Und ich meine, es ist wahrscheinlich nicht ein Kreis, sondern eine Spirale. In dem Sinne, dass wir uns scheinbar im Kreis bewegen, aber immer eine halbe Etage höher. Und aus einer dreidimensionalen Perspektive tut sich tatsächlich einiges und gar nicht zu wenig. Ich gehöre zu dieser Gruppe der vorsichtigen Optimisten und ich glaube tatsächlich, dass wir uns in einer Phase der kontrollierten Enthüllung befinden. Also zumindest in einer Phase der schrittweise
der schrittweisen Enthüllung. Ob wir uns in einer Phase der kontrollierten Enthüllung befinden, das schauen wir uns jetzt im Detail an. Es gibt Anzeichen dafür. Also erstens einmal Anzeichen, dass was weitergeht, und zweitens auch Anzeichen dafür, dass es vielleicht koordiniert ist. Zuerst ein Anzeichen, dass etwas weitergeht. Das Buch von Lou Elizondo ist am 20. August erschienen, hat unglaubliche Wellen geschlagen. Er war in ABC, NBC, CBS, CNN live zu Gast. Er war in Time Magazine, er war in der New York Times, in vielen anderen Zeitungen, teilweise international. Man hat zur Kenntnis genommen, es gibt jemanden aus dem Pentagon, und der erzählt uns jetzt nicht nur, es gibt Aliens und es gibt UFOs, sondern er sagt uns auch ziemlich genau, wie die Forschung daran hinter den Kulissen im Pentagon vorangegangen ist und dass es eigentlich alle wissen, dass es ein offenes Geheimnis ist und was vieles anderes mehr. Wer das Buch noch nicht gelesen hat oder nicht vorhat, das Buch zu lesen, es ist, finde ich, gut geschrieben, noch als Audiobook sehr empfehlenswert, oder vielleicht nicht so gut Englisch kann, auf diesem Kanal gibt es eine Kapitel-für-Kapitel-Vorstellung des Buches. Also ich habe mich hingesetzt und habe jedes Kapitel einzeln besprochen, die Inhalte vorgestellt und dann auch teilweise bewertet, was ich dazu denke. Wer sich das anschauen möchte, Link dazu irgendwo in der Beschreibung, oder falls ich es schaffe, da auch irgendwo mit dem klickbaren Button. Das ist ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass sich etwas tut, und das ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch immer Interviews, sowohl in Podcasts, aber auch in Medien. Es zieht noch immer Medienkreise. Es ist auch ein New York Times Sachbuch-Bestseller. Und Leute, die das vorher vielleicht gar nicht mitgekriegt haben, schauen auf die Bestsellerliste regelmäßig und sagen, hoppla, was ist denn das? Das zieht noch weitere Kreise. Das wird noch weitere Interviews zur Folge haben und so weiter und so weiter. Und im Zuge dessen hat es auch schon neue, relativ neue, plötzliche Stimmen gegeben, die sich geäußert haben, die man vorher nicht hörte. Wie der ehemalige Präsidentschaftsberater Harald Malmgren, zu dem habe ich mehrmals was auf diesem Kanal in den News gesagt, auch dazu setze ich dann einen Link in die Beschreibung. Eine prominente Persönlichkeit, die viele, viele Präsidenten und internationale Staatsoberhäupter beraten hat, und der hat auf verschiedene Arten gesagt, dass er das unterstützt, was im Buch steht von Elizondo, und dass er selbst gebrieft wurde von CIA-Leuten und so, dass es wahr ist, dass es Aliens gibt, dass sie Sachen haben, dass sie daran forschen. Angeblich sogar der Großvater von Jeff Bezos. Also, ja. Auch seine Tochter, die ebenfalls Präsidentschaftsberaterin war und eine wichtige Unternehmerin ist, hat das jetzt auch ein paar Mal öffentlich verkündet. Und es schaut so aus, als würden sich immer mehr Leute melden. Beispielsweise der General McMasters, der war Sicherheitsberater, ich glaube von Trump. Also ein General, der hat jetzt erst gestern in einer Comedy-Show von Bill Maher gesagt, dass es unbekannte Flugobjekte gibt, von denen wir nicht wissen, was sie sind und dass sie erforscht werden. Eine Stimme mehr, eine prominente Stimme mehr. Und ich weiß nicht genau, warum es die jetzt gibt. Es gibt zwei Möglichkeiten dafür. Entweder es ist eine geplante Sache, dass die Leute jetzt sich immer mehr äußern, die bis jetzt geschwiegen haben. Dann kommen wir gleich zu der Frage der kontrollierten Enthüllung. Oder sie haben einfach das Gefühl, sie können sich jetzt äußern. Also jemand wie der Malmgren, der jahrzehntelang zumindest über einen Teil davon Bescheid gewusst hat, hatte aber nicht das Gefühl, dass er sich dazu öffentlich äußern kann oder darf. Und jetzt hat er das Gefühl, er darf. Es gibt eine Art Erlaubnis. Elizondo redet darüber, das Buch ist erschienen, das Pentagon hat gewisse Sachen freigegeben, dass man darüber reden kann. Jetzt rede ich auch darüber. Ein vergleichbarer Fall liegt ja auch bei den Piloten, ne? Also der Ryan Graves, einer von den Leuten, die voriges Jahr vor dem Parlament ausgesagt haben und der selber UFOs gesehen hat und sein Geschwader, der hat eine Organisation gegründet, Americans for Safe Aerospace. Und die Organisation nimmt
Pilotenberichte entgegen, teilweise von Militär, aber auch von Zivilpiloten. Und viele von denen äußern sich jetzt zum ersten Mal. Die sehen schon lange was oder haben immer wieder was gesehen oder hatten eine Begegnung und haben sie aber bisher niemandem erzählt, weil sie das Gefühl haben, es ist ein Tabu, ein Stigma. Man kann gar nicht darüber reden. Und die fühlen sich jetzt bevollmächtigt, erlaubt, darüber zu reden. Das kann auch für viele dieser Prominenten gelten. Siehe auch Trump. Trump hat auch vor wenigen Tagen auf eine Interviewfrage gesagt, er würde sich darum bemühen, wenn er gewählt wird, Videos und Dokumente freizugeben. Gut, was davon zu halten ist, kann man jeder seine eigene Meinung dazu haben. Trump ist ja bekannt dafür, dass er gerne jedem alles verspricht, seinem jeweils Gegenüber, und was er davon hält, ist eine andere Frage. Aber wie auch immer, er hat es gesagt und damit ist es in einem öffentlichen Diskurs angekommen. Und es kann durchaus sein, dass jetzt auch Kamala Harris gefragt wird oder andere Leute. Es gibt immer mehr die Erlaubnis, darüber zu sprechen, und prominente Personen reden darüber. Noch ein Beispiel, auch darüber hat dieser Kanal berichtet, die City Chiefs, also die Polizeipräsidenten der größten amerikanischen Städte, die zusammengeschlossen sind in einer Vereinigung namens MCCA, Major City Chiefs oder so ähnlich, Association. Wie gesagt, auch darüber habe ich berichtet, auch dazu wird es einen Link geben. Die haben ein mehrseitiges Dokument herausgebracht für alle Polizeistationen, für alle Polizisten, in denen drin steht, was der Status mit der UFO-Enthüllung ist und was man schon alles weiß und welche Aussagen vor dem Kongress es gab und dass man das Thema ernst nehmen sollte, auch für die Polizeiarbeit. Also das sind alles Sachen, die in der letzten Zeit passiert sind. Es geht also ständig etwas weiter. Und der Herbst, den ich auch schon mal als Disclosure-Herbst bezeichnet habe, hat gerade erst begonnen. Und da ist auch noch einiges zu erwarten. Mehrere Filmdokus. Ne? The Program, von dem schon sehr oft geredet wurde, von James Fox, in dem angeblich sehr viel Neues enthüllt wird, was man bisher nicht wusste. Es wird eine Dokumentation über Elizondo geben und auch seine Enthüllungen. Auch darüber habe ich berichtet, auch eine sehr prominente Person, die diese Dokumentation macht. Es gibt eine neue Dokumentation demnächst mit Bob Lazar, auch darüber habe ich berichtet. Die ist dreiteilig. Es gibt ein Buch, es gibt eine Dokumentation, es gibt eine interaktive, ich weiß nicht, wo das am Computer stattfindet oder so, da kann man dann mit virtueller Brille sozusagen in der Area 51 herumspazieren und sich alles anschauen, was Bob Lazar gesehen hat. Ne? Und eine an sich schon im Juni hätte erscheinen sollende Doku über die Rendlesham Forest Vorfälle in Großbritannien 1980. Auch da gibt es neue Militärzeugen, die sich dazu äußern und so weiter. Also eine ganze Reihe von Dokus und noch die eine oder andere, von der man nicht sicher ist, ob es die wirklich gibt oder ob die wirklich kommt. Dann Bücher. Neue angekündigte, allen voran von Jay Stratton. Das war der Leiter des Pentagon-Geheimprogramms, das 2017 eben bekannt wurde, AUSAP, ATIP. Und der war auch der Leiter der UAP-Taskforce, die dann sich mit der Aufarbeitung 2018, 19, 20 beschäftigt hat, um herauszufinden, im Auftrag der Regierung. Also eine ganz wichtige Person. In der letzten Zeit gab es ein bisschen so Gerüchte über Kleinkrieg zwischen Stratton und Elizondo, über Details, wer welche Befugnisse hatte, wer was wann gemacht hat. Ja, ich halte das für vernachlässigbar, weil keiner von beiden bestreitet die Wichtigkeit der anderen Person bei der gesamten Sache überhaupt. Dass also im Pentagon geforscht wurde und dass Sachen freigegeben wurden und so weiter. Also auch da kommt jedenfalls ein Buch, und da ist vielleicht einiges zu erwarten. Stratton war ja lange vollkommen unbekannt, sogar namentlich, ist dann langsam erst bekannt geworden, dass er der Leiter der UAP-Taskforce war und so, und ist jetzt auch durch seine Beteiligung in der Skinwalker-Ranch-Geschichte ein bisschen bekannter geworden und hält jetzt immer wieder Vorträge. Also auch da ist noch was zu erwarten. Dann neue Hearings, von denen man so oft gehört hat, es gibt noch keine fixen Termine, aber sie werden wahrscheinlich auch noch im Herbst stattfinden, auch noch vor der Präsidentschaftswahl, wenn es wahr ist. Und dann wurde ja angekündigt, dass sich noch eine prominente Person,
die oft in den News ist, sich ebenfalls enthüllerisch öffnen wird. Das hat so ein Cryptocurrency-Sicherheitsmensch, auch wieder vollkommen Neueinsteiger in der Materie, vollkommen woanders herkommend, auch in einem Wall Street, glaube ich, Interview, also zumindest in einem Cryptocurrency-Video-Interview gesagt. Auch ein kompletter Neueinsteiger in dem Bereich. Und auch der hat einiges enthüllt und weiß offenbar, wie offenbar einige Leute in Wall Street etwas mehr wissen als wir anderen, dass da noch jemand kommen wird. Ich habe das auch von anderen Stellen schon gehört, dass in der letzten Zeit, in der nächsten Zeit immer mehr Stimmen sich äußern werden, wie eben jetzt der General vor kurzem. Ja, und es kommt auch noch eine weitere Sol Foundation Konferenz, auch da weiß man noch nicht genau wann. Und ja, und das Schumer-Rounds-Gesetz geht ja in die zweite Runde. Ja, es ist also durchaus noch einiges offen in der nächsten Zeit. Und das klingt alles so, als würden wir uns tatsächlich in einer Enthüllungsphase befinden. In einem Enthüllungsherbst. Und damit kommen wir nun zu der eingangs gestellten Frage. Ist das nur Zufall? Sind das Sachen, die einfach reif waren mit der Zeit? Oder handelt es sich um eine kontrollierte Vorgangsweise, eine kontrollierte Enthüllung, die die Öffentlichkeit langsam auf alles vorbereiten soll? Wenn dem so ist, behaupten wir das einmal, stellt sich dann natürlich die Frage, wer? Wer macht diese Enthüllung? Der erste Verdacht geht natürlich in Richtung derjenigen, die sich jetzt aktuell als Aufdecker betätigen und schon lange. Ne? Also David Grush, der hat jetzt zwar schon längere Zeit nichts gesagt, öffentlich, aber es gibt ihn noch und es ist zu erwarten, dass auch er sich wieder öffnen wird. Und hinter den Kulissen ist er sicher tätig. Man weiß, dass er in Washington öfters von Senatoren und so weiter befragt wird. Und ja, da ist sicher noch das eine oder andere zu erwarten. Und er war auch einer der Gründer von der Sol Foundation. Elizondo, ne, der wird jetzt selber nicht mehr so viel machen, bis auf die Interviews, aber er ist ein guter Kandidat für diejenigen, die da im Hintergrund mitarbeiten könnten. Oder dann eben Gary Nolan, einer der Chefs von der Sol Foundation, berühmter Wissenschaftler und ebenfalls schon sehr oft aufgefallen durch sehr klare Aussagen zu dem Thema. Christopher Mellon, ebenfalls ein ehemaliger Geheimdienstler, der das Vorwort vom Buch von Elizondo geschrieben hat und auch mit ihm gemeinsam diese Navy-Videos veröffentlicht hat. Dann die ganzen Leute rund um Tom DeLonge, die das auch damals mitgetragen haben. Nell, der da mittendrin ist, von dem man weiß, dass er einer derjenigen war, die dieses Schumer-Gesetz mitgeschrieben hat. Ja, Daniel Sheehan, ein aufdeckerischer Anwalt, sehr berühmt, der auch die Tour macht durch sämtliche Talkshows und genau erklärt und beschreibt, wie das jetzt passieren wird und welche Schritte in der Legislative gemacht werden und welche Personen lobbyiert werden und wie das alles ablaufen soll. Von dem habe ich gerade wieder ein Interview gehört, wo er einige dieser schwierigen Dinge hinter den Kulissen sehr, sehr klar und deutlich und gut beschreibt. Das werde ich ebenfalls verlinken. Ja, und dazu gibt es noch diverse Institute und Fonds, Disclosure Fund und Sheehan hat auch zwei Institute, also die auch lobbyieren und hinter den Kulissen offenbar in Washington was tun. Und dass die Leute alle zusammen gehören und zusammenarbeiten, weiß man. Also sie sind nicht jetzt ein Club, glaube ich, aber sie sprechen miteinander und es ist durchaus möglich, dass sie sich abstimmen. Und sich abstimmen, wer was wann macht. Ein Beispiel war jetzt im Frühjahr bei dieser SALT-Konferenz, einer Wirtschaftskonferenz, auch darüber habe ich berichtet, wo eigentlich David Grush hätte sprechen sollen, der dann aber abgesagt hat, angeblich aus Terminproblemen. Und dafür ist dann der Carl Nell aufgetaucht und hat dort erklärt, dass es keinen Zweifel gibt, dass Außerirdische die Erde besucht haben und auch noch heute besuchen und da sind. Das wirkte auch sehr kontrolliert, sehr geplant. Ne?
Also da ist durchaus anzunehmen, dass diese Leute sich koordinieren und gemeinsam vorgehen. Und sich auch koordinieren eben mit Washington, mit den Senatoren Chuck Schumer, Rounds, Marco Rubio, Kirsten Gillibrand, um nur mal die Senatoren zu nennen. Und auf der Seite des Hauses, also des Kongresses, der UAP Caucus mit den verschiedensten Leuten, vielleicht sogar in Zusammenarbeit mit dem Weißen Haus, weil man weiß, dass einige von den Präsidentenberatern, die aktiv jetzt im Weißen Haus sind, auch Interesse an dem Thema haben. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Chuck Schumer, ein enger Freund und Berater von Präsident Biden, Verzeihung, die kurze Unterbrechung, jetzt geht's weiter. Also es ist ziemlich klar, dass die sich da absprechen. Schumer ist ein enger Freund von Biden und ohne dessen Sanctus, dass da in der Sache was weitergehen darf, wird der kaum im Senat so etwas Großes machen, wie er gemacht hat. Also diese Aufdecker könnten da gemeinsam tätig sein. Ein Fragezeichen in Sachen Aufdecker steht bei Jay Stratton, den ich gerade erwähnt habe, und bei Taylor, bei dem von Skinwalker Ranch, dem Doppeldoktor und Dreifachmagister, und Brandon Fugel, dem Chef von Skinwalker Ranch. Die sind zwar auch mit denen allen verbandelt. Ne? Stratton war der Leiter der UAP-Taskforce, für die Grush gearbeitet hat. Tim Taylor hat den Bericht von der UAP-Taskforce verfasst als wissenschaftlicher Leiter. Natürlich arbeiten die eng zusammen, auch mit den Leuten. Da gibt es noch ein paar andere, Hal Puthoff und so weiter. Ja, wie auch immer. Fragezeichen deshalb, weil diese drei genannten, Stratton, Taylor und Brandon Fugel, die eigentlich auch auf Seite der Aufklärung stehen, nach dem, was sie sagen und tun, insbesondere auf Skinwalker Ranch, aber ein Veto eingebracht haben für das Gesetz voriges Jahr bei Schumer, und zwar aufgrund der Enteignungsklausel. Das ist sehr spannend. Das ist deshalb sehr spannend, weil wenn man wenn man die Serie Skinwalker Ranch verfolgt und wenn man sie ernst nimmt, und ja, ich nehme sie ernst, nicht alles, was drin passiert, aber grundsätzlich schon, könnte man davon ausgehen, dass sie vielleicht schon ein bisschen mehr wissen, als sie uns sagen. Unter anderem gibt es da so Messungen, die darauf schließen lassen, dass vielleicht in einem dieser Mesas, also diesen hügeligen Bergen, also flachen Bergen dort, vielleicht innen drin ein antikes UFO-Basis, was auch immer zu finden ist. Da gibt es Messungen, die dafür sprechen, und der Fugel hat vielleicht Angst gehabt, dass sie ihm das enteignen, wenn das durchgeht. Und Taylor und Stratton arbeiten mittlerweile nicht mehr für die Regierung, sondern sie arbeiten für eine von den Waffenfirmen, also Flug- und Aerospace-Companies, also eine von denen, die eigentlich zu den Verhüllern gehörten. Das hat auch viele Leute schon ein bisschen verwundert, und man fragt sich, welches Spiel sie da spielen, vielleicht ein doppeltes. Also ob sie quasi da involviert sind in den Plan der Aufdecker, wenn diejenigen das sind, die diese kontrollierte Enthüllung durchführen, ist fraglich, aber möglich. Möglicherweise gehören sie aber auch zu der zweiten Gruppe, die eventuell die Enthüllung vorantreibt. Und diese Gruppe ist überraschenderweise die Gatekeeper selbst. Oder die, die das Geheimnis bis jetzt bewahrt haben. Das ist nicht so unwahrscheinlich, wie es im ersten Moment klingt. Und ich werde das versuchen, jetzt kurz aufzuarbeiten, welche Möglichkeiten es da gibt. Man wusste ja schon vorher, und im Buch von Andy Sonder ist das auch nochmal angesprochen worden, dass es verschiedene Gruppen innerhalb des Pentagons und der militärischen Teile, Truppen und Geheimdienste gibt, die gegen die Offenbarung der UFO-Geheimnisse sind und dagegen arbeiten. Da gibt es einmal die Legacy Group, also die Traditionsgruppe, die das Legacy Program, also die Back-Engineering von Roswell und sonstigen UFOs vorantreiben. Diese Legacy Group
ist eben seit Jahrzehnten tätig. Das heißt, die das heute machen, haben das schon geerbt, darum Legacy, also Tradition, ererbt. Und die könnten dahinter sein. Warum? Dazu komme ich gleich. Erst zur anderen Gruppe. Und es gibt eine zweite Gruppe der Verschleierer, die heißen Collins Elite oder zumindest werden sie so genannt. Und das sind religiöse Eiferer, hauptsächlich Evangelikale, die bibeltreu sind, bibeltreuer als die meisten Christen, also so fundamental religiöse. Und die glauben angeblich, aber es gibt dafür gute Hinweise, dass UFOs dämonisch sind, dass das Dämonen und dass das alles des Teufels ist und dass man das deshalb nicht anrühren sollte. Und deshalb behindern sie oder verhindern sie die Disclosure. Könnte diese Gruppe hinter der Enthüllung stehen jetzt? Eher nein. Außer die einzige Möglichkeit, warum die Gruppe auch für Enthüllung sein könnte, ist, weil sie von dem überzeugt sind, was sie glauben. Und sagen, das sind alles Dämonen. Wir zeigen das jetzt der Öffentlichkeit, dass es Dämonen sind. Und darum sollten sie alle die Finger davon lassen. Und wir wieder lieber brav in die Kirche gehen. Denkbar, aber nicht sehr wahrscheinlich. Aber warum sollte die Legacy Group an der Enthüllung beteiligt sein? Dazu gibt es drei Möglichkeiten. Erstens, weil sie müssen. Warum müssen sie? Na gut, das ist jetzt 70, 80 Jahre gut gegangen und auch die letzten Jahrzehnte haben sie das sehr geschickt gemacht und sie konnten alles geheim halten, unter den Tisch kehren, ins Lächerliche ziehen, ernsthafte Untersuchungen abschießen, Wissenschaftler davon abhalten, sich mit dem Thema zu beschäftigen und so weiter und so weiter und so weiter. Aber das geht jetzt nicht mehr. Jetzt stehen sie unter Druck. Sie stehen unter dem Druck, dass wenn sie jetzt nicht freiwillig mit der Wahrheit rausrücken, diese sogenannte Catastrophic Disclosure eintreten könnte. Also Russland sagt was, die Aliens landen, was auch immer, ja. Und das würde sie noch schlechter dastehen lassen, als wenn sie das langsam enthüllen oder langsam Dinge zugeben. Unter anderem gibt es auch juristische Probleme. Zwei insbesondere. Erstens, das, was sie getan haben, ist teilweise nicht mit der Verfassung in Einklang zu bringen. Also sie könnten einfach Schwierigkeiten mit dem Parlament haben und sich da strafbar gemacht haben. Und das Zweite ist, und vielleicht auch Dinge zur Verschleierung getan haben, wie Leute zum Schweigen zu bringen beispielsweise und die Bevölkerung zu belügen, was alles nicht erlaubt ist in den USA gesetzlich. Obwohl natürlich CIA und sowas immer wieder getan haben. Und die andere Möglichkeit ist, und die andere Sache, die sie unter Druck setzt, ist das Juristische im Bereich der Privatwirtschaft. Weil wenn das rauskommt und rauskommt, dass sie mit den Aerospace Companies zusammengearbeitet haben und denen einseitig Technik zugeschanzt haben, dann ist das für die unter Umständen, ja, das ist auch problematisch. Das kann zu Börsen Verfahren führen und zu Schließungen von Firmen, zu Schadenersatzklagen und so weiter. Und besser, man kommt da langsam raus und findet dann irgendeine Art des Kompromiss und so weiter und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit, warum sie das langsam zulassen, wenn sie auch immer noch dagegen rudern, wie eben durch die Auftritte von Dr. Kirkpatrick, dem wunderbaren Dr. Kirkpatrick, dem ehemaligen Leiter von Arrow, dem UFO-Programm des Pentagons. Der UFO-Behörde des Pentagons. Die zweite Möglichkeit, warum die Gatekeeper selber die Enthüller sein könnten, ist, weil sie es langsam wollen. Es wird immer schwieriger, aufgrund der Sachen, die ich gerade gesagt habe. Es könnte sie in große Probleme bringen, juristisch und so weiter. Und es kostet viel Geld und Mühe, das Geheimnis aufrechtzuerhalten. Man muss dauernd alle Leute belügen. Man muss viel Geld dafür ausgeben, dass die geborgenen UFOs und die Alien im Kühlschrank, nicht entdeckt werden. Man muss Leute bestechen und bedrohen und so. Und das ist natürlich alles sehr, sehr mühsam. Und in dem neuen Klima der Offenheit merken sie, sie können das eh nicht mehr lange aufrechterhalten. Und daher
Ja, geben Sie halt langsam Dinge an die Öffentlichkeit. Das ist etwas, was Lou Elizondo immer wieder auch betont. Apropos Kühlschrank, er macht einen Kühlschrankvergleich, weil er sagt, Geheimnisse sind nicht wie ein guter Wein, der bei guter Lagerung über die Jahre immer besser und besser wird, sondern Geheimnisse sind eher wie Obst und Gemüse im Kühlschrank. Wenn man sie zu lange drin liegen lässt, werden sie irgendwie schlecht und dann muss man alles wegwerfen. Ne? Und das ist nicht sehr angenehm. Das wäre die zweite Möglichkeit. Ne? Genau, außerdem, warum haben die das bisher verheimlicht? Ja, weil sie die Technik haben wollen, ja, weil sie ihren Feinden das nicht mitteilen wollen, Russland und so weiter. Und das hat alles auch mit dem Kalten Krieg zu tun. Ne? Man will eben einen Vorteil haben gegenüber den anderen. Das ist zwar heute auch noch ein Thema, aber damals war das der Kalte Krieg. Damals hat man das wirklich total unter die Decke gekehrt. Und damals war auch die Bevölkerung vielleicht noch nicht so weit und hatte durchaus Angst, dass die damit nicht umgehen können. Und alle diese Themen sind jetzt mittlerweile aufgeweicht und auch durch die Bedrohung von Catastrophic Disclosure könnte man vielleicht annehmen, dass sie langsam eine Enthüllung wollen. Und die dritte Möglichkeit ist die etwas konspirativere, nämlich weil sie das schon immer wollten. Das ist die Hollywood-These. Die geht mal davon aus, spätestens 1947 bei Roswell haben sie UFOs geborgen und Alien-Leichen und standen nun vor der Situation, das ist alles real und wahr. Und wenn wir das jetzt den Leuten sagen, gibt es Panik. Damals waren sie noch viele religiöse, alle Aufstände, die Wirtschaft bricht zusammen. Die Leute haben keine Ahnung davon, dass es überhaupt Außerirdische geben könnte, weil nur ein paar irre Science-Fiction-Romane lesen. So. Und daher wurde alles geheim gehalten, soweit so klar. Aber man hat seit damals gezielt Dinge geleakt, um die Bevölkerung über die Jahre, über die Jahrzehnte, über Generationen an das Thema heranzuführen. Also durch Filme, Hollywood Connection. Man weiß, dass die Geheimdienste teilweise mit den und Militärs teilweise mit Filmstudios zusammenarbeiten. Durch Whistleblower, die man zulässt oder die man sogar vielleicht produziert. Bob Lazar beispielsweise. Der glaubt das wahrscheinlich alles, was er sagt, aber hat man ihm absichtlich die Dinge gezeigt, wenn man gewusst hat, dass das ein Typ ist, der das ausplaudert, um auch da die Bevölkerung langsam vorzubereiten? Hat man Dokumente absichtlich geleakt, das berühmte MJ-12-Dokument, über das ich auch vor kurzem auf dem Kanal berichtet habe? Also überhaupt jeder, der regelmäßig über die aktuellen Ereignisse informiert werden möchte, sollte den Kanal abonnieren. Also UFO TV, da gibt es nämlich wöchentlich die sogenannten UFO TV News oder die UFO TV Wochenschau. Ungefähr eine halbe Stunde, immer schon Dienstagabend, Mittwoch. Und da wird über alles Aktuelle gesprochen. Also alle diese Themen habe ich auf die eine oder andere Art schon behandelt. Wer das jetzt im Nachhinein sich anschaut oder ab jetzt einsteigt, wird verlässlich über alles Wichtige regelmäßig informiert. Gut. Ja, diese These ist ein bisschen, einerseits, wenn man ein Kind in den 40er Jahren gefragt hätte, zeichnen einen Außerirdischen, hätten sie irgendein Monster gezeichnet. Wenn man Kinder heute fragt, zeichnen einen Außerirdischen, zeichnen sie alle einen Grey. Wenn man damals gesagt hat, wie schaut ein außerirdisches Gefährt aus, hätten in den 40ern die Kinder, keine Ahnung, irgendwelche komischen Flugzeuge gezeichnet. Oder Luftschiffe. Oder, keine Ahnung, Meteore. Und mittlerweile zeichnet jeder weiß, wie ein UFO ausschaut, wie man es zeichnet. Es gibt Emojis mit UFOs. Das ist eingedrungen in unsere Kultur. Warum? Hat sich das so entwickelt, harmonisch, oder wurde es absichtlich gesteuert? Oder ist es eine Reflexion davon, was die Leute wirklich sehen und berichtet haben? Ich bin nicht so ein großer Verschwörungstheoretiker.
es kann sein, dass wir schon in einem jahrzehntelangen Prozess der langsamen Offenlegung stecken. Halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass genau diejenigen, die alles geheim halten und schon seit Jahren langsam vorbereiten, ich mache am Schluss eh noch eine Zusammenfassung dieser ganzen Ideen und was ich davon halte. Gut, also die eine Gruppe wären die Aufdecker, die andere Gruppe wären die Gatekeeper, die vielleicht hinter der aktuellen Enthüllungswelle stehen. Und die dritte Möglichkeit wären die Besucher, unsere Freunde von außerhalb, die Aliens, die Extraterrestrier, die Extratemporalen, die Besucher aus anderen Dimensionen, die Besucher aus Parallelwelten, aus der Tiefsee, wo sie schon seit immer gelebt haben und uns sich nur vor uns verborgen haben, die Besucher aus dem Jenseits, was auch immer sie sein mögen. Denn, wie insbesondere Langzeitforscher wie Jacques Vallée immer wieder darauf hingewiesen haben, was wir über die wissen und was wir sehen, ist immer nur das, was sie uns erlauben zu sehen. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es ist ganz gut belegt, dass sie Spiele mit uns spielen, dass sie auftauchen, sich kurz zeigen, jetzt nicht vielleicht als Personen, aber als Flugobjekte, dass sie unsere Fotoapparate oder was anderes stören, damit sie nicht fotografiert werden, aber sie fliegen frech vor der Nase herum oder sie fliegen vor Jets herum, zeigen sich und wir können aber nicht abgeschossen werden, weil sie auf das Zielgerät im Flugzeug oder überhaupt auf das ganze Flugzeug, die ganze Flugzeugtechnik zugreifen. Ne? Oder fliegen über Atomkraftwerken herum oder Atomanlagen, wo Atomraketen gelagert sind und schalten die ein oder aus. Also, manche Leute meinen, sie waren schon immer, sie hatten schon immer das Kommando. In charge. Sie waren schon immer in charge. Sie hatten schon immer das Kommando über das, was sie uns zeigen, was sie uns nicht zeigen. Sie spielen mit uns, aber sie haben sich absichtlich nie ganz enthüllt. Vielleicht auch in dem Sinne der langsamen Gewöhnung, wie bei der Hollywood-These, dass sie versuchen, die Menschheit erst langsam vorzubereiten oder sie auch darauf warten, dass wir uns genug weiterentwickeln, geistig, um das zu akzeptieren. Aber das ist die Frage des Warums. Das möchte ich jetzt gar nicht beantworten. Jedenfalls gibt es viele Leute, die sagen, dass die Wesen, die bisher die Enthüllung verhindert haben, jetzt daran arbeiten, die Enthüllung voranzutreiben. Vielleicht noch eine Anekdote zum Thema verhindert haben. Es gibt Gerüchte, Aussagen verschiedener Leute, dass nach dem Ende des Kalten Kriegs, also Zusammenbruch der Sowjetunion, der UNO-Generalsekretär Javier de Pérez de Cuellar heißt er, oder hieß der, dass der vor der UNO-Vollversammlung der Menschheit mitteilen wollte, dass es Außerirdische gibt. Und angeblich sei er in der Nacht davor entführt worden von Aliens. Und die hätten ihm klargemacht, nein, 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 du verrätst nichts davon. Genauso gibt es immer wieder Aussagen zu dem Thema, dass es angeblich Verträge gibt zwischen Regierungen, vielleicht nur den Amerikanern oder allen Regierungen oder vielen Regierungen und den Aliens, was auch immer da im Detail drin steht oder was da im Detail besprochen wurde. Und einer der Klauseln ist, ihr dürft nichts über unsere Existenz sagen. Und die Gatekeeper machen das unter anderem auch deshalb, weil sie vertraglich mit den Aliens gebunden sind, dass sie nichts sagen dürfen. Das sind alles sehr spekulative Sachen, ich weiß, aber ich möchte sie zumindest erwähnt haben. Jedenfalls, wenn das so war, dass sie bis jetzt das verhindert haben, gibt es angeblich verstärkte Hinweise darauf, dass sich das geändert hat. Dass die Aliens, sei es jetzt eine Gruppe oder mehrere, jetzt mehr für die Offenlegung sind. Für die Offenbarung, für die Enthüllung. Unter anderem werden sie öfters gesehen, die Flugobjekte. Sie verhindern scheinbar weniger oft die Aufnahme von ihren Objekten.
Es gibt immer bessere Aufnahmen, gerade jetzt eine große Studie, habe ich in den letzten News auf UFO-TV erzählt, werde ich in den nächsten noch einmal genauer erzählen. Solche genauen Aufnahmen gab es vorher noch nie. Es gibt immer mehr Forscher, die daran arbeiten. Auch die werden nicht abgehalten, auch nicht durch Besuche von Men in Black, von denen man auch teilweise davon ausgeht, dass das nicht nur Regierungstruppen sind, die die Leute zum Schweigen gebracht haben, sondern teilweise auch Aliens. Da gibt es gute Berichte, zum Beispiel aus Wales zu dem Thema. Egal. Es scheint, so behaupten manche Leute, ein Umdenken gegeben zu haben und die Aliens sind jetzt der Meinung, dass sie sich offenbaren können, aber eben schrittweise. Und das haben auch schon mehrere von den Leuten in Podcasts immer wieder gesagt, dass diese Enthüllung eben nicht plötzlich erfolgt, das wäre ja dann die katastrophale Enthüllung, sondern Schritt für Schritt. Und jeder Fernsehbericht und jede Sichtung und jedes Video auf YouTube, und es gibt mittlerweile tausende ziemlich gute Videos von Leuten, die etwas am Himmel aufgenommen haben. Und viel davon ist nicht leicht erklärbar. Ich berichte darüber eher selten, weil es schwer zu verifizieren ist, weil niemand sagen kann, okay, das war jetzt tatsächlich ungewöhnlich. Aber es sieht ungewöhnlich aus und es gibt vieles davon, immer mehr auch. Es wird immer mehr gefilmt, es wird immer mehr beobachtet. Die fliegen vor der Nase von Kampfpiloten und lassen sich dort zum Beispiel auch von denen fotografieren und filmen. Das landet zwar mittlerweile noch immer in den geheimen Archiven, das weiß man beispielsweise auch aus Brasilien, ja? Dass da einiges in den Archiven liegt, was man noch nicht zu Gesicht bekommen hat. Ja? Also sie zeigen sich deutlicher und sie lassen es immer mehr zu, gesehen zu werden und auch aufgezeichnet zu werden. Und es gibt auch die Leute, die in Kontakt sind mit den Aliens telepathisch. Ich will das nicht werten, ich weiß es nicht. Passiert es wirklich? Vielleicht. Haben wirklich Leute Kontakt mit Aliens telepathisch? Vielleicht. Sind manche von ihnen Spinner? Vielleicht. Sind manche von ihnen wirklich in Kontakt? Vielleicht. Keine Ahnung. Aber jedenfalls häufen sich auch unter diesen die Berichte darüber, dass die Außerirdischen ihnen gesagt haben, dass Enthüllung bevorsteht und dass es eben jetzt langsam immer mehr werden wird. Wer weiß. Warum sollten die das tun? Also bei den Aufklärern wissen wir es, die Aufdecker finden es einfach furchtbar, dass es das Geheimnis gibt und die Menschheit hat ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren. Die Gatekeeper werden vielleicht dazu gezwungen, langsam aber sicher. Warum machen das die Aliens? Keine Ahnung. Das ist wirklich reine Spekulation. Solange wir nicht wissen, wer die sind, woher sie kommen, was sie eigentlich wollen, dazu gibt es andere Videos, auch auf diesem Kanal, auch in Form von Nachspiel, einige Überlegungen zu dem Thema. Was sind die Beweise, die wir bisher kennen? Was wissen wir? Wer könnten die Aliens sein? Links auch dazu in der Beschreibung. Aber es ist alles nur Spekulation. Wir wissen es nicht. Und solange wir nicht wissen, wer sie sind, ist es nur eine Art, gibt es mehrere Arten, stehen die in Konkurrenz, kommen manche aus der Zukunft und manche kommen von anderen Planeten, was auch immer. Solange wir die nicht wissen, wer die sind und was die hier wollen, können wir auch nicht spekulieren, warum sie sich jetzt mehr zeigen wollen als früher. Bis auf das, was ich bereits gesagt habe, dass wir vielleicht jetzt langsam reif genug dafür sind und uns heute nicht mehr so fürchten würden wie früher und dass es Zeit wird, mit uns Kontakt aufzunehmen. Vielleicht auch, wenn es eine intergalaktische Föderation gibt, auch das behaupten ja einige, dass wir langsam reif dazu sind, dass wir in diese Föderation aufgenommen werden. Ja, das sind die Möglichkeiten. Das ist die Bandbreite. Vielleicht noch meine persönliche Bewertung, Conclusio, mehr als ich es bis jetzt einfließen habe lassen, was halte ich für wahrscheinlich? Also ich bin ziemlich überzeugt davon, dass die Aufdecker tatsächlich derzeit so etwas machen wie eine langsame Enthüllung, eine kontrollierte. Wie sehr sie tatsächlich dazu in der Lage sind, weil das sind ja nicht die Mächtigsten, sie sind ja nicht in Regierungspositionen und sie sind auch nicht in den Militärpositionen, sondern teilweise private Forscher, teilweise Ex-Militärs. Wie weit sie das können, weiß ich nicht. Aber ich glaube sehr wohl, dass sie ein kompliziertes Schachspiel spielen,
wo sie quasi die anderen unter Druck setzen und dabei sind, eine kontrollierte Enthüllung herbeizuführen, so gut sie das eben können. Das ist sicher in Gange. Aber ob es alles ist, wer weiß. Also ich setze ziemlich auf die Aufdecker. Die Gatekeeper, ja, vielleicht. Also das mit der Collins Elite glaube ich nicht, dass die halt uns die Aufdeckung bescheren wollen, damit wir alle wissen, ha, das sind Dämonen, jetzt müssen wir uns fürchten und hören wieder auf, uns damit zu beschäftigen. Das glaube ich nicht. Dass die Legacy Group langsam gezwungen ist, das zu tun, oder langsam müde ist der Geheimniskrämerei und der Mitarbeiter, dass sich das langsam öffnet, eher ja. Warum glaube ich das? Weil sich im Laufe der Zeit immer mehr und immer wichtigere offizielle Personen geäußert haben. Ne? Mehrere Präsidenten haben sich dazu geäußert, dass es unerklärliche Phänomene am Himmel gibt, insbesondere Obama. Jetzt der General McMasters, vorher schon der Konteradmiral Tim Gallaudet, eben Grush und andere. Also alle drei Chefs der Geheimdienste, also nicht die eins von den einzelnen Geheimdiensten, sondern es gibt einen übergeordneten Chef, der eine Oberaufsicht hat über alle Geheimdienste. Alle drei Chefs, auch darüber habe ich vor kurzem berichtet, der letzten Zeit, sei es unter Obama, sei es unter Trump oder jetzt auch unter Biden, die aktuelle ist ja eine Frau, alle von denen haben offizielle Stellungnahmen dazu abgegeben, dass das Phänomen real ist, dass Kampfpiloten UFOs sehen und ja, dass sie nicht genau wissen, was das ist, aber dass es erforscht ist und gehört. Ich könnte mir also vorstellen, und einige von denen könnten zu den Gatekeepern gehören, dass die das betreiben. Damit komme ich dann nochmal ganz kurz auf den Herrn Taylor und auf den Herrn Stratton zurück. Die scheinen ja die Seite gewechselt zu haben von Aufdeckern zu Gatekeepern, aber wenn sie trotzdem noch daran arbeiten, würde das eine Art Brücke ergeben, ne? Also eine Verbindung zwischen Aufdeckern und Gatekeepern. Und vielleicht ist es auch eine Verhandlungssache, wer was wann wie viel aufdeckt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da hinter den Kulissen einiges läuft, zum Beispiel auch Amnestiegesetze, die angedacht werden, Zugeständnisse und so weiter und so weiter. Weiß man nicht. Aber wie gesagt, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Gatekeeper oder zumindest manche von ihnen, vielleicht sind auch manche konvertiert und manche wollen noch immer alles geheim halten und manche wollen es aber jetzt freigeben, dass einige von denen auch da beteiligt sind. Was die Aliens betrifft, wer weiß. Keine Ahnung. Das können wir wirklich erst wissen, wenn es passiert ist. Und warum sie das Interesse hätten, uns langsam vorzubereiten, statt plötzlich, vielleicht aus denselben Gründen, warum das die anderen wollten. Ne? Also wenn wir ein Zootier aus dem Zoo entnehmen zum Beispiel und in einen anderen Zoo bringen, fangen wir auch nicht den Gorilla im Netz und halten ihn fest und sperren ihn in einen Käfig, bis er schreit und trommelt dagegen und wird dann in einem Lastwagen gesperrt und zack, 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 zack. Sondern wir gehen hin, er kriegt mal gutes Futter, dann wird er betäubt, dann wird er vorsichtig in eine Transportkiste gebracht oder was auch immer man dafür verwendet oder halt gut eingehüllt und dann langsam in ein anderes Gehege gebracht und dort wacht er erst in einer kleineren Umgebung auf, die wird dann immer größer und so. Das wäre ja auch eine Art von sanfter Enthüllung. Ne? Vielleicht noch ein Vergleich, den Sheehan vor kurzem gebracht hat, den ich noch anbringen möchte. Er hatte gemeint, wir als Menschheit stehen wahrscheinlich, sind vergleichbar mit einer kleinen Insel und alle Inselbewohner kennen nur die Insel. Und es gibt ja solche tatsächlich noch heutzutage, nur Ureinwohner. Und niemand weiß, dass es eine Welt außerhalb gibt. Ab und zu sieht man vielleicht mal ein Flugzeug oder ein Schiff und denkt sich, was ist das? Aber im Großen und Ganzen weiß man nichts von einer Welt außerhalb, von einer ganzen UNO, von hunderten Ländern und Milliarden von Menschen. Und vielleicht wissen aber die Chefs von diesen
von dieser Insel Bescheid. Wollen es aber ihrer Bevölkerung nicht sagen, um sie nicht zu stören, um ihre Kultur nicht zu stören und so weiter. Und die sind vielleicht im Geheimen schon in Kontakt mit den Leuten außerhalb und mit denen einig, dass sie eben ihren Leuten nichts sagen. Das wäre unsere Situation. Und wenn jetzt ein Schiff landet sofort oder ein Flugzeug, wäre das ein Schock für uns Inselbewohner und wir könnten damit wahrscheinlich ganz schlecht umgehen. Und da würde es sich sehr anbieten, vielleicht einmal drüber zu fliegen, dann vielleicht noch einmal, dann ein bisschen näher mit einem Schiff zu kommen, vielleicht einmal Treibgut an Land zu spülen, um den Leuten klarzumachen, da gibt es noch was anderes. Vielleicht einmal jemanden entführen, ihm ein bisschen was zeigen und ihn dann wieder zurückschicken. Die meisten werden ihn für verrückt halten, aber manche vielleicht nicht. Also kurz und gut, es gäbe, das wäre unsere aktuelle Situation. Es gäbe also viele gute Gründe dafür, eine langsame Aufdeckung voranzutreiben. Und es gibt meiner Meinung nach gute Anzeichen dafür, dass wir uns darin befinden. Das heißt, wir sind in dem von mir bereits vor Wochen oder sogar vor Monaten schon angekündigten Disclosure-Herbst. Ob das stimmen wird, man wird es sehen. Einige neue Dinge passieren auf jeden Fall in der nächsten Zeit. Ich habe das ja bereits erwähnt. Ihr werdet automatisch darüber benachrichtigt in meinen wöchentlichen News und manchmal auch in Breaking News. Daher nochmal meine Bitte, oder beziehungsweise zum ersten Mal meine Bitte in dem Sinne, diesen Kanal bitte abonnieren. Dann, wenn man abonniert hat, gibt es noch diese Möglichkeit, die Benachrichtigungen einzuschalten, individuell oder alle. Überlasse ich euch, aber schaltet die Benachrichtigungen auch ein, sonst werdet ihr wahrscheinlich nicht benachrichtigt, wenn was Neues hochgeladen wird. Und dann werdet ihr rechtzeitig darüber informiert, wenn was Neues hochgeladen wird und könnt diesen Disclosure-Herbst quasi live miterleben. Außerdem, jeder, der sich dafür interessiert, will sicher auch, dass noch mehr Leute davon erfahren. Auch daher diesen Kanal bitte liken, also dieses Video liken, auch die anderen Videos auf meinem Kanal einfach alle durchliken, kommentieren an mehreren Stellen, weil das dann dem Algorithmus auf Facebook Bescheid sagt, dass sich mehr Leute dafür interessieren. Das hilft extern teilen. Das ist etwas, was ich nicht oft genug sage. Wenn ihr einen Twitter-Account habt oder einen Facebook-Account oder was auch immer, teilt die Links zu den Videos extern. Wenn dann Leute draufklicken, kriegt YouTube noch mehr. Ah, schau an, das interessiert viele Leute. Und je mehr dieser Kanal verbreitet wird, desto mehr Leute erfahren das, desto weniger Stigma gibt es um das Thema herum und desto weniger Leute halten euch in eurem Umkreis, in eurer Familie oder Freundeskreis für irre, falls das der Fall ist. Das weiß ich natürlich nicht. Ja, das war noch meine Bitte, dann noch mein Hinweis. Wer möchte, kann mir gerne ein Trinkgeld hinterlassen. Das gibt es auch, eine Trinkgeldkasse in der Beschreibung. Man kann Kanalmitglied werden, dann kriegt man Sachen ein bisschen früher. Dieses Video zum Beispiel war für Kanalmitglieder früher zu sehen oder andere kleine Benefits. Man kann in meinem Shop einkaufen, um den Kanal zu unterstützen. Tolle Tassen mit dem Logo, T-Shirts, Kappen, also immer Mauspads. Ja. Ja, also das muss alles niemand tun, aber wer das möchte, ich bin sehr dankbar dafür. Ich bedanke mich auch jetzt schon im Vorhinein und es hilft diesem Kanal auf jeden Fall. Ja, und wer mich vielleicht einladen möchte zu einem Podcast oder ein Interview in einer Zeitung oder woanders oder mich auch für einen Vortrag buchen möchte, auch das ist möglich. Mir geht es wirklich darum, dieses Thema weit zu verbreiten und an die Öffentlichkeit zu bringen. Einfach, weil es wahrscheinlich das wichtigste Thema der Menschheit ist, wenn das alles stimmt. Ja? Ich sage ja noch gar nicht, dass das alles stimmt, aber wenn das alles stimmt, dann ist es wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen der Menschheit. Und wenn ihr mir dabei helft, das zu verbreiten, hilft es der Sache, dass alles weiter verbreitet wird. Gut. In diesem Sinne, noch einen schönen Herbst. Es soll jetzt ein bisschen kälter werden, aber wahrscheinlich sehr kalt, nicht sehr schnell.
schaut ab und zu auf diesen Kanal, um zu wissen, oder woanders hin auch. Auch andere Kanäle machen das hervorragend und andere Leute, auch im deutschsprachigen Raum, informieren wunderbar darüber. Ne? Also Exo Magazin TV von Robert Fleischer und Grenzwissenschaften aktuell von Andreas Müller und noch einige andere mehr, die sich damit beschäftigen. Also ja, sagenhaft und sonderbar als Podcast, um nur einen noch zu nennen. Ja, also bleibt dran an dem Thema, weil wir alle sind auch Teil der Disclosure. Die Enthüllung ist, wie schon oft gesagt wurde, kein Sprint, es ist ein Marathon. Eine Person nach der anderen, eine Zeitschrift nach der anderen, ein Medium nach dem anderen. Und wenn ihr da euch aktiv beteiligt, seid ihr Teil der Enthüllungsbewegung. Je mehr ihr es anderen Leuten sagt oder Links verteilt, desto mehr Leute kriegen es mit. Und damit seid ihr Teil der nicht katastrophalen, sondern der kontrollierten Enthüllung. Kontrolliert durch euch. Gut, damit kommen wir zum Ende. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit. Immer schön nach oben schauen und bis zum nächsten Mal.